Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Angry Birds Epic. Und ihr seht schon, wir sind im Wüstenschloss. Wir wollen jetzt das zweite Ei endlich haben und nehmen dieses Mal unseren gelben Oschi mit. Einfach aus dem Grund, die rote hatte beim letzten Mal die Eigenschaft, dass sie hohen Schaden ausgeblendet hat. Und ich denke, es wird auch dieses Mal wieder so kommen. Gut, wir haben die Wüstenwächter hier ab, oder Wüstenschweine. Die machen einen sehr, sehr ekligen Debuff. Und deswegen werden wir die am besten als erstes hier bekämpfen. So. Muss meinen Kopfhörer hier mal ein bisschen leiser machen, damit ich hier auch ein bisschen was noch höre. Meine eigenen Gedanken hier gar nicht mehr vor Lautstärke. Gut, der erste ist weg. Das heißt, wir können auf den zweiten hier unten gehen und ihr seht schon, macht einfach jetzt deutlich weniger Schaden. Wir hoffen, dass ihn jetzt auch umbringt. Aber leider nicht. Okay, jetzt haben alle den Debuff. Wir hoffen auch, dass es noch was bringt. Ja, geht noch. Jetzt muss ich den letzten hier umnieten. Und so wird zumindest mal hier wieder warten, bis wir alle wieder ein bisschen Leben hier haben. Wir gehen auf ihn drauf. Und nieten ihn um. So, nächste Runde von 5. Wir kommen in eine neue Ebene und warum liegt hier eigentlich Stroh? Nein, aber das T-Shirt finde ich. Gut, wir haben unsere Chili-Schote, das heißt, wir jagen sie auf ihn drauf und hoffen, dass irgendwas umgenietet wird. Ja, einen haben wir zumindest mal wegbekommen. Machen wir die Ranke auch noch um den zweiten und hoffen, dass der Rote ihn hier auch weghaut. Ja, wir haben sie fast alle auf einmal wegbekommen. Und jetzt kommt der alte Schotte dran. Der macht uns eh keine Probleme. Das ist die übernächste Runde. Drauf. So, kriegen wir ihn vielleicht dieses Mal sogar weg. Einmal drauf. Einmal drauf. Ah, sieht eher nicht so aus, dann gönnen wir lieber noch ein Schild. Ja, macht ja auch nicht ganz so viel Schaden. Deswegen einmal hier heilen. Einmal direkt drauf und ihr nehmt es um. Nächste Runde, Runde 3. Was erwartet uns? Und wir bekommen einen Blitzmagier und einen Feuermagier. Ich würde sagen, der Feuermagier, wenn wir den als erstes... Ja, Gott sei Dank. Wir haben natürlich das Glück, dass er als erstes auf ihn drauf geht. Und gehen nochmal aber in den Direktkampf hier. Okay, er möchte nächste Runde auch angreifen. Ich würde sagen, Mathilde darf hier noch ein bisschen Schild draufgeben. Und wir müssen leider jetzt uns hier schieben, damit da nichts Schlimmeres passiert. Ja, passt. Mathilde auf einen. Er macht einen schönen Angriff. Na, verrückt sich das endlich. Und Rote nimmt er um. Und damit haben wir nur noch ihn als zweiten. Wir debuffen ihn. Der Gelbe kann es jetzt so schön. Weiterer Angriff und direkt drauf. Und damit sollten wir ihn eigentlich in der nächsten Runde haben. Deswegen nutzen wir die Zeit noch ein bisschen, um hier zu heilen. Hier nochmal ein Angriff. Hier nochmal ein Angriff. Und wir kommen in Runde 4. So, was bekommen wir als Gegner? Den kenne ich jetzt noch nicht. Ah, der Corporal kann heilen. Und zwar hat er dafür eine 2 Runden Vorlaufzeit. Und macht ansonsten nur 56 Schaden. Deswegen würde ich als erstes sagen, schauen wir, dass wir die Kleinen hier ein bisschen loskriegen. So, einmal. Ja, Gott sei Dank nicht ganz so viel Schaden. Er hat ein Schild. Deswegen kriegt er auch hier. Ein bisschen an die Chili heben wir uns auch für die nächste Runde.
So, hier einmal den gelben Hallen. Da hat er schon ordentlich was gelohnt. So. Jetzt hier einmal angreifen. Einmal. Zweimal. Und hier auch noch. Jetzt wird er sich einmal heilen. Okay, der haut sich fast komplett voll. Natürlich ganz positiv. Solange er uns nicht angreift, können wir komplett auf ihn gehen. Okay, einmal. Zweimal. Er hat eh noch das Schild, deswegen würde ich sagen, nutzen wir die Chance an den Heilen. Er hat ja eh noch dann. Er macht nochmal einen Angriff. Deswegen darf Mathilde komplett alle voll heilen. Und wir gehen in Direktangriff. So, kommt unsere Endgegnerin. Freundin wieder hier die rote Zora. Die regt sich mal wieder auf, dass die Perücke abhebt. Und unser Harry Potter für Arme. So. Sehr schön. Können wir gleich einen großen Angriff machen mit Chili. Den darf der Gelbe ausführen. Und wir hatten, glaube ich, recht. Ah, ich habe es nicht gesehen. Aber wir kommen sehr schön durch. Und wie wir sehen, ja, sie hat unten das Ausweichen 69. Macht 81 Schaden insgesamt und kann sich selber buffen. Allerdings wird sie dadurch auch angreifbarer. Okay. So, 81 Schaden sollten uns jetzt hier am Anfang noch nicht ganz so schlimm sein. Sie hat sich... Ja, genau. Sie hat jetzt Auge um Auge aktiviert. Sind hier schon für 3 Runden, aber hat noch die Daumenränke. Das heißt, wir kriegen ca. 100 Schaden reingehauen. Könnten sie allerdings entzaubern. Sodass sie nur noch... Ne, sie hat immer noch Auge um Auge. Okay, sie bringt 2 Bomben ins Spiel. Die sollten wir natürlich ein bisschen entschärfen. Oh, geht dieses Mal gar nicht so wie in der... Anfangsrunde. Okay, naja, eine wird jetzt explodieren. Machen die viel Schaden? Oh, das war ja gar nichts. Okay, dann heilen wir uns erstmal eine Runde. Und mal schauen, vielleicht können wir Mathilde ja direkt umhauen. Nicht Mathilde hier. Rotnuss. Und sie haut aus dem Latschen. Eins, zwei, drei. Passt. Wir bekommen Schatz, Sand oder Vogelfutter. Na, haben wir das Wort ein Schatz? Es wurde kein Schatz. Na, dann wollen wir nochmal. Komm. Jawohl. Mit 3 Getränke. Na gut, ich hab jetzt gar nicht gebraucht. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir bekommen nun das 2. Ei. Schauen wir uns natürlich was an. Wir kommen auch einen Erfolg, der Wüstenräuber. Oh, sie weint wieder. Haut ab aus der Wüsteninsel. Und wir warten auf das Laden. Hatten wir noch 3 Eier. Oh, da hinten gibt es eine Höhle. Hui, diesmal fährt er aber weit weg. Wir haben das 2. Und bekommen 100 Schnäuzlinge. Sehr schön. Okay, dann ist unser nächstes Ziel hier die Pirateninsel. Aber was dort abgehen wird, sehen wir dann morgen in einer neuen Runde hier bei Angry Birds Epic.
Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.